In unserer Reihe zu den Sturmstreichhölzern will ich zu diesen netten Teilen hier kommen. Und zwar, die sind Made in Switzerland Sturmstreichhölzer. Gebe ich da auch unten das billige Eigenwerbung, so wie immer, den Link natürlich auf Amazon und natürlich auch zu all meinen Produkten und sowas und überhaupt. Aber was mich bei denen, die ich auch einmal im Shop gehabt habe, vor langer, langer, langer Zeit, stört, ist, dass die so kurz sind. Schau dir das einmal an. Im Vergleich zu all den anderen, was ich bis jetzt hier gezeigt habe, da versuche ich dir auch unten im Beschreibungstext und im ersten Kommentar den Link zu geben, sind die sind alle deutlich länger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein normales Streichholz, also ein überlanges Streichholz hernehme, ja, zum Beispiel hier, das sind Sirius, aber egal, das sind jetzt lange, es ist kein kurzes, ja, da steht immer die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, auf sowas Langes hier zu setzen mit einem längeren Stück Holz, als auf dieses Sturmsting da. Schauen wir es uns an. Werden so ausgeliefert. So, und jetzt ist aus. Und jetzt verbrennst du fast schon die Pfoten. Gut. Also von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, außer diese chinesischen Billig-Nachbau, Temu, irgendwas da, sind die da, die am wenigsten auswählen würde. Also ich habe den Dominator gehabt. Cool, super Sache, gemacht in Polen. Dann habe ich den BCB gehabt, das ist dieses britische Ding. Das ist auch super, das hat mir auch urgut gefallen. Bei dem da muss ich sagen, wäre es nicht sinnvoller, ich nehme mir zum Beispiel in meinem Survival Kit, schau mal her, ich habe den Bushcraft Beaver und habe da einen Aufsatz. Und zwar, das ist ein wasserdichter Aluminiumcontainer, den man auf die Scheide, nicht nur auf den Bushcraft Beaver, das ist universell einsetzbar, drauf montieren kann. Und dann hast du hier ein Survival Kit mit dabei und da packe ich mir lange Streichhölzer ein. Na echt jetzt, ja, mit einer Reibfläche und ich nehme mir genau dieselbe Menge an Schweizer Sturmstreichhölzern, nehme ich mir in langen Streichhölzern mit oder sagen wir die doppelte Menge. Jetzt gehe ich davon aus, mach mal einen kleinen Test. Ich mache jetzt nur mal mit einem. Gut, okay, da ist jetzt die Flamme gleich aus. Das war natürlich jetzt bei dem Sturmstreichholz deutlich besser. Gut, und jetzt sage ich, pass auf, ich nehme mir drei. Ja, bei unseren Überlebenstrainings zeigen wir das auch den Leuten, wenn die an dem Thema interessiert sind oder es gerade hinter das Konzept passt, weil es stimmig ist. Und manche schwören ja auf Streichhölzer. So. Und das gibt einfach eine viel fettere Flamme und viel länger. Klar, wenn da jetzt der Sturm kommt, ist es aus, aber dann ist es beim anderen auch aus. Es ist doch gescheiter, meiner Meinung nach, ganz normale Streichhölzer zu nehmen, aber die länger sind. Da kann ich jetzt viel länger damit arbeiten. So, jetzt verbrenne ich mir dann auch schon die Pfoten. Ich werfe das dann nach hinten, da ist meine Feuerstelle. Ich bin im Buschkraftareal auf aldola.at. Warte, ich habe mein Patch nicht dabei, um das herzuzeigen. Ich mache dann nachher auch noch Feuer, werde ich dann Kaffee kochen. Und daher ist das okay. Also ich werfe das nicht einfach irgendwo hin. Wobei es Holz wäre, aber egal. Fakt ist, diese Streichhölzer hier, ja, die sind natürlich besser als nichts, aber jetzt trotzdem im Vergleich. Ich habe nur die Zeit hier, da jetzt, ja, okay, da. Naja, gut, den Schluss habe ich jetzt auch ausgeblasen. Da könnte jetzt Wind mit dazu. Aber dann war es das. Also ich sage es dir so, wie es ist. Die hier sind neben den chinesischen die ich am wenigsten benutzen mag. Wie gesagt, nimmt er lange mit. Und ich werde auch in einem Video herzeigen, wie ich mir aus solchen langen, nämlich besonders den langen, eigene Sturmstreichhölzer baue. Es gibt eh schon 100.000 andere Anleitungen, aber ich zeige es auch noch einmal her. Und ist dann besonders auch vielleicht in einer Kombination mit sowas hier, mit einem Überlebenscontainer. Wie gesagt, das produzieren wir selbst, also nicht die Alu-Container, die kaufen wir zu. Aber diesen Teil hier, den kannst du auf jedes Messer drauf montieren. Da gebe ich dann natürlich auch den Link dazu. Das war Eigenwerbung hier. Und das war's. Und denke einfach dran. Du brauchst ein Feuer bei Sturm? Dann brauchst du den richtigen Platz, nicht die richtigen Streichhölzer.